Die Kohlherausforderung sieht vor, dass sich nur verschiedene Arten von Kohl auf der Farm pflanze. Mein Ziel ist es, das Gewächshaus freizuschalten, denn das zweite Ziel ist es, mit den verschiedenen Kohlarten das Wort Kohl zu bilden. Das Gewächshaus kann man bekommen, indem man das Speisekammerbündel absolviert, aber da wir heute nur Kohl pflanzen, bleibt uns leider, leider nur der bittere Weg durch das Joja-Gemeinschaftsentwicklungsformular. Deutsch ist wirklich manchmal absurd. Insgesamt müssen wir 40.000 G sammeln, um das freizuschalten. Und dann bilden wir hier das Wort Kohl. Das schaffst du never in zwei. Okay, jetzt fühle ich mich herausgefordert. Ich schaffe das in 2 Stunden. Ich mach das. Ich mach das in zwei. Was bekomme ich denn von dir, wenn ich das in 2 Stunden schaffe? Das bekomme ich locker hin. Ich habe keine Ahnung, ob das in 2 Stunden machbar ist. Aber wir haben jetzt eine Challenge. Ja, es geht jetzt um etwas. Wenn ich das in 2 Stunden schaffe, kriege ich von dir eine 5-Sub-Bombe. Und wenn nicht, dann kriegt sie von mir 5 Subs auf ihren Kanal. Nee. Blumenkohl, das ist das einzig Wahre. Erdbeeren, grüne Bohnen, Grünkohl. Grünkohl. Den pflanzen wir auch. Danke für den Fun Fact. Danke für den Fun Fact. Das ist random. Alles ist teurer bei Julia Markt, außer die Sonnenblumen. Ja, aber Sonnenblumen pflanzen wir hier nicht. Echte Kenner pflanzen nur Blumenkohl, Grünkohl, Rotkohl ist auch gut, kann ich auch empfehlen, ist aber erst ab Jahr 2. Oh mein Gott, ich glaube 2 Stunden. Warum habe ich mich auf den Handel eingelassen? Ach. Und Senfkohl, that's good stuff. Ja, es geht hier um 5 Subs. Ich brauche die optimale Fischstrategie. Eine Minute erfolglose Recherche später. Wir gehen einfach zum Meer. Wir gehen einfach gleich zum Meer angeln. Der Name ist definitiv Helmut für heute. Kohlhof. Definitiv, wir mögen gerne Kohl. Das sollte klar sein. So, und jetzt machen wir, Leute, jetzt machen wir erstmal einen Random Dance. Das ist Helmut. Los geht's. Die Haarfarbe passt jetzt zu Kohl, ja. Die Frisur auch. Das ist ja quasi ein Kohl auf dem Kopf. Ich sag immer, der Random Dance weiß einfach, der ist einfach gut. Warum hacke ich die Steine ab? Ich muss die Steine nicht abhaken. Ich brauche nur ein bisschen. Ich brauche nur dieses eine. Ich brauchte nur ein Holz, okay. Kiste, Kiste, Kiste. So, hier legen wir alles ab. Ich weiß nicht, warum ich alles ablege. Es macht eigentlich gar keinen Sinn. Was ist das hier? Ah, genau. Bauer Pastinaken ab und ernte sie. Nein. Pastinaken sind unter unserer Würde. Wir pflanzen nur Weißkohl. Grünkohl und den anderen Kohl und Rotkohl. Hallo Pierre, ich möchte diese unwürdige Saat hier verkaufen. Pastinaken. Gemischte Saat behalten. Nein, wir können. Nee, wir müssen. Nein. Ah, wir dürfen ihn nicht anpflanzen, weil es vielleicht. Wir wissen nicht, ob da Kohl drin ist oder ob da irgendwelche anderen Setzlinge drin sind, die wir nicht anpflanzen dürfen. So, deswegen maximal viel Blumenkohl. Alleine ist. Wir müssen Leuten zurufen. Wir haben keine Zeit, um anzuhalten und mit denen zu reden. Ey, kein Stress. Ich habe mal 3 Stunden meine Sense gesucht. Kein Stress, sagst du nur, weil du 5 Abos bekommst, wenn ich das nicht in 2 Stunden schaffe. Ich habe dich genau durchschaut. Ich habe dich genau durchschaut. Warte, warum? Ah, nein. Ich habe auf F gedrückt. Das war C. Ich hätte auf C drücken müssen. Na, Willi, hast du schon was gefangen? Sieht ja nicht so aus. Drückst du auch immer F? Er hat's aufgegeben. Er hatte keinen Bock mehr zu angeln. Oh, Treffer. Ich bin ein Angelmeister, ich kann das. Ich fange Fische zum Frühstück. Was akkurat ist, denn um 9 Uhr. Nein, er kauft nicht die anderen Dinger, er kauft nur Fisch. 200, das ist nicht besonders viel Kohl, den wir uns kaufen können. Wir haben jetzt ungefähr ein Achtel von unserer Zeit. Und wir sind nicht ansatzweise nah dran, aber unser Kohlimperium. Das wächst ja auch mit dem Kohl. Oh, eine Flunder. Jetzt reden wir mal. Jetzt reden wir mal. Eine Flunder. Da werde ich nicht flundern. Das hat mich jetzt gefreut. Gib mir all deine Blumenkohlsaat, die du hast. Oder zumindest 9 davon, weil mehr können wir uns nicht leisten. Komm, noch einen Tag schlafen, dann. Nein! Ach, jetzt habe ich vergessen zu gießen. Gießen ist wichtig. Was? Krähen?
Oh mein Gott, daran habe ich gar nicht gedacht. Und ich kann mich auch nicht wehren. Die Mülltonnen. Ja, Mülltonnen. Ich weiß, wir ergreifen verzweifelte Mittel, aber eine verzweifelte Situation braucht verzweifelte Mittel. Ja, nein! Aber es ist so bitter. 13 Tage lang hatten wir keine Krähe. Und jetzt auf einmal doch. Ich weiß nicht, ob das hier tatsächlich schneller ist als das Angeln. Aber es fühlt sich schneller an. Warum mache ich immer wieder diesen Fehler? Okay, jetzt war ich abgelenkt. Ah, ich war wieder abgelenkt. Ich habe die nicht ordentlich gepflanzt. Die Währung im Spiel heißt einfach G. Die heißt einfach G. Ich weiß nicht, heißt das für Gold? Heißt das Gulden? Heißt das Geld? Die Währung hat einfach keinen Namen. Es ist einfach G. Deswegen sage ich einfach manchmal Geld. Ich sehe noch nicht das große Geld fürs Gewächshaus. Das sehe ich aber auch noch nicht. Nee, sorry, Clint, wir haben keine... In die Mine gehen? Was glaubst du, was wir hier sind? Die Minenfarm? Nee, wir sind die Kohlfarm. Wir farmen Kohl. Wir haben nichts zu tun mit Minen und Kupfererz. So, Clint. Tipp am besten einmal Ausrufezeichen Herausforderung in den Chat. Da steht es nochmal drin. Oh. Das funktioniert noch nicht. Sorry. Ja, oder Josh macht. Hä? Herausforderung ist einfach so ein exklusiver Command, den kann nur ich benutzen. Nicht mal meine Mods sind würdig. Der Command ist nicht kaputt. Der ist halt nur für bestimmte Leute gedacht. Also man braucht halt schon so Skill 5 plus beim Angeln, sonst sind die bisher echt heftig. Ja, ich schaff das. Ich schaff das. Ich mach das locker. Ich bin ein Meisterangler. Ja, nope. Mm-mm. Es existiert keine Realität, in der ich das fangen kann. Ich bin ein Meisterangler. Und das sage ich bestimmt nur, um das im Video halt richtig ironisch zu schneiden. Und jetzt werde ich das postironisch mit reinschneiden ins Video, um dann den Witz doppelt... Ich höre einfach auf zu quatschen. Es wird nicht besser. Oh, er hat heute Geburtstag. Komm, wir opfern mal eine Narzisse. Danke für nichts. Ich habe 30 G für dich geopfert. Und du... Gib mir dann wenigstens die Blume zurück. Dann kann ich mehr Kohl pflanzen. Undankbar. Undankbar einfach. Weißt du, ich nehm mir extra 10 Sekunden Zeit in meinem Speedrun, weil ich zufällig gesehen habe, dass er Geburtstag hat, um ihm eine Blume zu schenken und dann einfach sowas. Also zwischendrin dachte ich, du schaffst es doch. Das dachte ich auch zwischendrin. Ich denke immer noch, es ist möglich. Jetzt bin ich gespannt, wie viel wir im ersten Jahr gesammelt haben. Ich glaube, es ist nicht ansatzweise genug Geld. Aber es wird uns ordentlich voranbringen. Guck mal, wir haben eine Stunde und wir haben 9000. Ah, und der eine Blumenkohl für Jody. Ich glaube nicht, dass wir im Herbst noch suchen können, weil wir sonst nicht mehr auf die Farm zurückkommen. Das Ding ist, wir haben jetzt immer noch nicht genug Geld. Also wir haben noch nicht mal genug Geld, um uns genug Blumenkohl zu kaufen, um genug Geld zu haben. Jody ist da. Das ist sehr gut. Dann liefern wir den einen Blumenkohl ab. Sache ist, wir brauchen 20.000 Budget. Das ist Caroline. Man kann die beiden aber auch nicht auseinanderhalten, oder? Das wäre euch auch passiert, oder? Jody und Caroline. Das wäre euch auch passiert, oder? Bitte, bitte sagt mal, das wäre euch auch passiert. Die beiden sind doch kaum auseinanderzuhalten. Ich verwechsel die beiden immer. Es tut mir leid. Ach, verdammt. Jetzt habe ich dir einfach ein Blumenkohl geschenkt. Einfach so. Einfach ein Blumenkohl. 175 Geld. Ich glaube, wir müssen mal so eine Rundmail schicken, ja? An alle Dorfbewohner. Da steht drin, Leute. Wir machen folgende Produkte. Ja, Blumenkohl. Grünkohl. Rotkohl. Und Spitzkohl. Das sind unsere Produkte. Ja, dafür könnt ihr euch was aussuchen, euch was wünschen. Wir liefern es.
nach Hause zu euch. Aber das ist unsere ganze Palette. Ja, es gibt hier keine Peperonis, keine Wassermelonen. Nur Jody hat sich einen Blumenkohl gewünscht. Aber wir haben sie leider mit Caroline verwechselt. Deswegen konnten wir die Lieferung auch leider auch nicht abschließen. Beziehungsweise wir haben erfolgreich an Caroline einen Blumenkohl geliefert, haben dafür leider kein Geld bekommen, weil scheinbar ist Caroline nicht gleich Jody. Das scheinen zwei verschiedene Personen zu sein. Was ich immer noch bezweifle, wirklich. Nein, Mini-Lurker. Ich werde mich wie in allen anderen Speedruns nicht um die Katze kümmern. Tut mir leid. Wolle. Nein. Ich bin so verzweifelt, ich drücke auf den zufällige Seite-Button. In der Hoffnung, irgendwas zu finden. Maru. Maru ist die Nein. Rotkohl ist extrem profitabel. Oh mein Gott. Aber halt zweites Jahr im Sommer. Aber wir können immer noch alles mit Rotkohl retten. Rotkohl ist die Rettung. Ich habe zum Glück zwei Taschenrechner. Ich bin auf Pro-Gamer-Level. Ich brauche zwei Taschenrechner. Ich bin ein Pro-Speedrunner. Ich habe aber schon die ganze Zeit auf die richtigen Zahlen geguckt, oder? Du hast nur zwei Taschenrechner? Was bist du denn für ein Autor? Du hättest mindestens 20 haben müssen. Das recht, das nächste Mal muss ich 20, das nächste Mal öffne ich für jede Rechnung einen neuen Taschenrechner. Okay, Leute. Wir haben einen Plan und wir haben 30 Minuten. Und wir haben fast genug Budget. Was? Amaranth? Jetzt will Mani Amaranth. Mani, wir sind eine Kohlfarm. Wie oft soll ich das noch wiederholen? Was ist lila und trägt eine Brille? Ich weiß nicht, was ist lila und trägt eine Brille? Ein Brillenrotkohl? Eine Schlaubergine, oh mein Gott. Der ist gut. Davon hätten meine Eltern damals geträumt, wenn ich immer so schnell und brav jeden Tag ins Bett gehüpft wäre. Das weiß ich nicht. Ich glaube, die hätten sich Sorgen gemacht, wenn du den gesamten Tag geschlafen hättest. Ich muss diese 15 Blumenkohl anpflanzen. Dann haben wir genug Geld, um Rotkohl zu pflanzen. So, Leute, ihr könnt auch mir jetzt nicht hier dringend Nachrichten schreiben, während ich hier in einem Speedrun bin. Also echt, Leute, das geht gar nicht. Ihr müsst doch mal Prioritäten setzen. So, wirklich? Wir brauchen jetzt 16.000. Okay, wir haben es. Immer noch nicht gescheitert. Was soll das denn heißen? Wir machen das noch. Jetzt fühle ich mich herausgefordert. Leute, wir machen das noch. Es ist zwar unmöglich, aber wir machen das noch. Ich setze zwar jeden zweiten Schlag falsch, aber wir machen das. Wir setzen das sowas von durch. Wir werden jetzt 120. Er ist am Scheitern. Was soll... Hört auf, Leute. Leute, hört auf, nicht an mich zu glauben. Glaubt an mich. Ich werde das schaffen. Ich werde das sowas von schaffen. Wer sagt denn, dass das unmöglich ist? Das ist doch absolut Unsinn. Alle Leute, die sagen, dass das unmöglich ist, die haben einfach keine Ahnung von Stardew Valley. Sorry, Leute, so ist es. So sieht's aus. Wir brauchen 160 Rotkohl. 160. 160 Rotkohl-Saat. Und ich brauche Energie. Und es gibt nichts auf der Farm, was wir essen können. Ich habe alles verkauft. Oh nein. Oh nein, oh nein, oh nein. Eines sind immer noch. Wisst ihr was, wir machen jetzt... Nein, doch. Ah, okay, wir werden jetzt nicht alles auf einmal pflanzen. Wir werden zwei Fuhren machen. Ich glaube, das macht nicht viel langsamer. Mein Gott, ich habe jetzt schon keine Lust mehr zu gießen, wann ich weiß, dass das sowieso nichts wird. Was sagtest du, wie viel 160 Samen sind? Ich weiß nicht. Viel, aber halt... Ich hatte gehofft, es wären nicht so viele... Okay, letzte Minute, Leute. Wir haben jetzt noch eine Minute, um unfassbar viel Zeug zu machen, das man unmöglich in einer Minute schaffen kann. Können wir das schaffen oder nicht, Leute? Was meint ihr? Ich habe es nicht geschafft. 2 Stunden. Ich bin in der Gießhölle gelandet. Okay, keine Challenges mehr, die voraussetzen, dass wir hunderte von
Saat anbauen müssen. Es regnet. Halleluja. Etwas richtig machen können wir selber. Genau. Etwas falsch machen, dafür bin ich da. Lies nochmal, Arthur. Ich schaue auf diese wohlgeformte Birne und sehe den Mond. Jetzt habe ich es verstanden. Und ich bin not amused. Das Üble ist, die sind so dicht, ich kann nicht wirklich sehen, ob ich alles gegossen habe. Wer hat hier den Hut auf? Nicht jetzt. Okay, doch jetzt. Jetzt habe ich einen Hut auf, dank Physio-Koala. Der sitzt ein bisschen schief, aber das ist mir jetzt auch egal. Es existiert nämlich ein Mythos, wenn man Pflanzen zweimal gießt, die dann schneller wachsen. Das ist natürlich absoluter Unsinn, aber ich möchte nur zeigen, dass es Unsinn ist. Deswegen mache ich das, damit ihr sehen könnt, die wachsen nicht schneller. Ich probiere quasi für euch Mythen aus. Das ist, was hier passiert. Okay, der nächste Speedrun geht definitiv in die Mine. Oder angeln. Wobei... Irgendwas, wo man nicht gießen muss. Irgendwas, wo man nicht gießen muss, wo man nicht nur auf der Farm ist. Ich glaube, ich hätte wirklich Lust auf die Mine. Das ist doch Folter. Das Schlimme ist, ich habe mir das selber zuzuschreiben. Ich habe mir das alles selber zuzuschreiben. Ich könnte auch jederzeit aufhören. Ich könnte einfach sagen, Leute, ich habe keinen Bock mehr, ich höre jetzt auf. Aber das mache ich nicht, weil ich will wissen, meine Neugier treibt mich an. Ich will wissen, wie lange man dafür braucht und ob ich es in 2 Stunden 30 schaffen kann. Es sieht gut aus. Es ist nur noch drei Tage. Heute, morgen, übermorgen und noch einen Tag. Nur noch morgen. Morgen ist der letzte Tag, wo wir noch gießen müssen. Danach ist es vorbei. Nein, okay, Moment. Wir ändern die Challenge ein bisschen. Okay, wir ändern die Challenge. Die angepflanzten Pflanzen müssen nicht ausgewachsen sein. Ganz ehrlich, die müssen nicht... Ich habe keinen Bock noch mehr zu gießen. Die müssen nicht ausgewachsen sein. Die müssen nur eingepflanzt werden, dann ist es vorbei. Leute, ich glaube, ich habe verkackt. Moment. Leute, ich glaube, ich habe nicht verkackt. Bitte sag mir, ich habe nicht verkackt. Ja! Ja, es sind 45.000. Okay. Oh. Harvey, warum musstest du dein Krankenhaus dahin bauen? Okay, Krankenhäuser sind wichtig irgendwie. Bla bla bla, bla bla bla. Ja. Ja. Ich werde es bereuen. Er ist unter aller Sau. Das würde ich in einem normalen Spielstand niemals tun. Leute, wir müssen noch eine Stunde warten. Hingehen, schlafen, pflanzen. Schaffen wir das in 2 Minuten? Ist es möglich? Können wir das schaffen? Es scheint unmöglich, aber wir sind sehr schnell. Und wir sind sehr fast und wir sind sehr geschickt und wir sind absolut großartig. Wir können das schaffen. Wir wollen, Moment, jetzt nicht falsch drücken. Was, ein Gewächshaus kostet nur 35.000? Wie? Wir haben, okay. Oh mein Gott. Was? Wo haben wir uns verrechnet? Hätte ich das gewusst? Wir hätten so viel weniger gießen müssen. Nein, so viel Rotkohl hätten wir gar nicht produzieren müssen. Evelyn? Ich weiß nicht, was du von mir willst. Aber du solltest sehr gut aufpassen. Dankeschön, das ist sehr lieb. Das ist sehr lieb, danke Evelyn. Könnten wir jetzt bitte... Nein, Evelyn, ich weiß, wie ein Gartentopf funktioniert. Das ist nicht so kompliziert. Aber wir haben auch die 30 nicht geschafft. Das ist viel größer, als ich... Au.
Okay. Ah, okay, stopp, das war die Challenge. 2 Minuten 32, 40 Sekunden. Wir werden das jetzt nicht nochmal gießen und pflanzen. Das war die, ursprünglich habe ich gedacht, auch gießen und pflanzen, also auch hochziehen, aber nee, das mach ich. Ich werde in den nächsten 3 Jahren, will ich keine einzige Pflanze mehr gießen. Das ist mein Wort zum, ich gehe zurück ins Menü. Eigentlich kann man das so nicht stehen lassen. Mm-mm. Der Hauptgrund, warum ich den Stream beendet habe und warum ich das nicht zu Ende gemacht habe, ist, einerseits hatte ich tatsächlich an dem Tag einfach keinen Bock mehr auf Gießen, aber andererseits musste ich auch los. Ich finde aber, das kann man so nicht stehen lassen. Ich wollte euch ein richtig schönes Bild präsentieren am Ende, ein richtig schönes. Ja, wir haben eine Stunde länger gebraucht als gewettet, aber zumindest sieht es jetzt echt schön aus. Und das werde ich jetzt machen. Und die Zeit läuft weiter. Wir haben an dem Tag nicht gespeichert. Shit. Okay, das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Egal, das zählt jetzt zur Zeit dazu. Das ist irgendwie... Tja, well. Kurz dazwischenstopp. Es regnet am zweiten Tag und ich habe mir gerade gedacht... Yay, es regnet, ich muss nicht gießen. Ach ja, das Gewächshaus ist überdacht und... Tja, das heißt, nochmal gießen. Ich glaube, das Spiel möchte mir irgendwas sagen. Ich glaube, das Spiel zeigt mir gerade einfach den Mittelfinger. Es ist jetzt Tag 2. Nee, es ist jetzt Tag 3. Und es regnet einfach den zweiten Tag in Folge. Es ist einfach, oh, und ein kleiner Zwischenstand. Das sieht ja echt schön aus. Das wird wirklich schick aussehen. Allerdings werden wir das bis Tag 13 machen müssen. Wirklich? Der dritte Tag in Folge Regen. Warum konnte das nicht kommen, als ich den Rotkohl gießen musste? Warum? Ich starte den Tag einfach neu. Ich habe festgestellt, man kann Pflanzen, die fertig sind, nicht gießen. Ja, man lernt immer dazu, ne? Und stopp. 2 Minuten 56 und ein paar Sekündchen. Wunderbar, jetzt bleibt nur noch eine Sache. Ich habe natürlich die Wette mit Metyme verloren. Und das bedeutet 5 Subs. Man sagt ja immer... Wettschulden sind Ehrenschulden. Aber was ist, wenn man keine Ehre hat? Ach, Arthur. Um Himmels Willen, ey. Ah, danke schön für die 5 Subs. Leider trifft das nicht auf mich zu.